der 1. November und es ist wieder soweit. Es ist die zweite Folge von Hashtag DIY Eule Top Challenge. Die erste Folge vom 15. Oktober ist ja wunderbar bei euch angekommen. Ich habe mich total gefreut, dass ihr das Format so feiert und so gut findet. Und deswegen gibt es natürlich, wie versprochen, zwei Wochen später jetzt das nächste, also die nächste Folge. Und das Ganze kommt jetzt immer alle zwei Wochen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch mal das erste Video. Mega lustig, ich habe mir eine richtig coole Jogginghose genäht. Ich trage sie auch tatsächlich, ich mag sie sehr. Und was euch heute erwartet, weiß ich auch noch nicht. Ich werde das gleich zusammen mit euch auspacken und muss dann daraus wieder etwas herstellen. Mal schauen, ob es wieder nähen ist. Ich weiß es nicht, es ist ziemlich leicht diesmal, obwohl... Bleibt auch wieder bis zum Ende dran, denn es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung. Aber was es zu verlosen gibt, weiß ich selbst noch nicht, denn es steht da drin. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Da haben wir wieder Verpackungsmaterial. Oh, ich sehe Wolle. Oh, es geht ans Häkeln. Hier ist ein Umschlag. Hallo Nastja, nun bekommst du schon das zweite Paket und damit auch die zweite Herausforderung. Wir hoffen, du hattest viel Freude am Paket Nummer 1. Oh ja, hatte ich. Mit den Regeln bist du ja schon bestens vertraut. Du weißt ja um die Reihenfolge der Aufgaben und vielleicht kannst du auch schon erahnen, was dich erwartet. So, wir wollen dich gar nicht länger aufhalten. Sicher juckt es dir in den Fingern anzufangen. Habe ganz viel Spaß, eine tolle Zeit mit der Herausforderung. Liebe Grüße aus Stuttgart. Da klebt noch das Gewinnspiel an der Seite. Hier ist Aufgabe Nummer 1. Es ist wieder Rätselzeit. Verdammt, vielleicht nächstes Mal muss ich vorher würfeln. Wirf doch mal einen Blick auf das Material, das du bekommen hast. Was glaubst du, darfst du daraus zaubern? Ich habe ja gerade schon gerätselt. Und zwar, was haben wir denn? Das Zeug zeigen wir erstmal. Also, wir haben grüne Wolle. Und Füllmaterial. Häkelnadel. Und noch Vernähnadeln. Okay, ich nehme mal an, ich muss etwas häkeln. Aus vielen Farben. Was ich dann füllen muss. Es ist wahrscheinlich keine Jogginghose, es ist nichts zum Anziehen. Es wird ein Kuscheltier sein. Ich kenne, das kenne ich denn, ich kenne vom Frechverlag die Häkelbücher, ich kenne die Quietscheentenbücher. Vielleicht muss ich eine Quietscheentenbücher, oder die Emoticons, die haben doch so Emoticons, so den lustigen Kaufen und so weiter, die man häkeln muss. Das könnte sein. Aufgabe Nummer 2 klebt an etwas, was aussieht wie ein Buch. Und ich kann schon so ein bisschen... Ein ganz klein bisschen durch das Papier sehen, worum es gehen könnte. Sicherlich hast du schon längst erraten, dass ich aus der Wolle und so weiter ganz zauberhafte Entchen häkeln lassen. Das ist auch das, was ich hier gerade durchs Buch durchgesehen habe, dass es wahrscheinlich um die Entchen geht. Suche dir dein Lieblingsentchen heraus und häkel es so gut du kannst. Hier ist also das Quietsche-Entchen-Häkeln-Buch. Ja, cool, also hier ist die Grundform. Die Rasterente. Was wäre ich denn für eine Ente? Sträflingsente. Bin, glaube ich, keine Sträflingsente. Matrosenente. Fußballente. Skaterente. Oh, eine Kochente. Die ist ganz niedlich. Eine Piratenente. Und eine Putzfrauente. Franzosenente. Häschenente. Häschenente. Wie ist denn das passiert? Oh, Braut- und Bräutigamsente. Dündelente. Oh, die ist auch so. Eine Punkente. Oh, die ist cool. Oh, so ein bisschen Punk at Heart. Oh, vielleicht mache ich die. Bademeisterente. Hippie-Ente. Oh, Hippie-Ente ist aber auch cool. Baby-Ente. Gärtner-Ente. Bauarbeiter-Ente. Macht noch mehr Sinn. Die Jane-Ente. Oh, das könnte ich sein. Und die Krankenschwester-Ente. Oh, die Oma-Ente. Okay, das waren die Enten. Hinten klemmt noch Aufgabe 3 dran. Also es gibt noch eine weitere Aufgabe. Aber ich darf ja erst die Aufgabe 3 aufmachen, wenn ich Aufgabe 2 erledigt habe. Und zwar ist das die Ente häkeln. Und da würde ich sagen... Mache ich mich jetzt mal dran. Das heißt, ich suche mir jetzt eine Ente aus und fange an, diese dann zu häkeln. Und werde ich auf jeden Fall zuerst die Punk-Ente machen. Ich finde die so knuffig und die Idee halt super lustig. Ich werde sie farblich ein bisschen abändern. Ich glaube, ich werde die halt nicht in schwarz anziehen, sondern in rot. Haare lasse ich grün. Und dann schenke ich die vielleicht meinem Freund. Der war nämlich mal ein kleiner Punk und hatte sogar mal grüne Haare und er mag Rot auch sehr als Farbe. Fangen wir doch dann einfach mal an. Dann feste Maschen in Spiralen häkeln. Okay, und es geht los mit 6 festen Maschen in die 2 Luftmaschen. Was mache ich, wenn das nicht klappt und meine Ende komisch aussieht? Ist eine Punk-Ente, die darf komisch aussehen. Wann habt ihr häkeln gelernt? Es gibt irgendwie voll viele Leute, die mir schreiben, die immer sagen, ich häkel schon seit der Grundschule und seit dann und wann. Mein Freund hatte auch Häkel in der Grundschule und der hat sogar eine Narbe von einer Häkelverletzung. Ja, ich hatte Häkel nicht in der Schule. Ich habe es tatsächlich durch meine Oma gelernt. Ich werde das jetzt hier unterwegs weitermachen und dann hole ich euch wieder ab.
fertig mit dem Häkeln. Wie ihr seht, habe ich ein Weilchen gebraucht. Meine kleine Punkente ist fertig und ich finde sie total süß. Es wird also so gemacht, dass man erst die Runden für den Kopf und dann die Runden für den Körper häkelt. Und für den Wurzel hinten macht man nochmal so ein extra Dingens, was man einfach dran näht. Genauso mit dem Flügelchen, hier mit der Frisur und dem Schnabel. Die Augen werden einfach quasi aufgestickt. Das sind also Knötchen, die man dann hier befestigt. Und dann gibt es hier noch so eine Luftmaschenkette, die dann einfach als coole Kette umgehangen wird. Und dann gab es natürlich noch den Tipp in dem Buch, eine kleine Sicherheitsnadel zu verwenden als Deko für den kleinen Punk. Und was ich noch gemacht habe, ich habe das Gesicht nicht gerade nach vorne gemacht, sondern meiner guckt so ein bisschen zur Seite, weil ich das ganz witzig finde. Ich finde, ich sollte ihm noch einen Namen geben. Ich nenne die Ente Eddie. Eddie finde ich cool. Das ist also meine Ente Eddie. Und es gibt ja noch eine Aufgabe Nummer 3. Schauen wir mal. Sicherlich hast du eine besondere Beziehung zu deinem Entchen aufgebaut. Ja, so habe ich. Das ist nicht mein Entchen, das ist Eddie. Und was zeigt Zugehörigkeit besser als ein passender Look? Präsentiere uns dich und dein Entchen im Partnerlook. Zeige euch im gleichen Outfit inklusive Frisur und Accessoires. Oha! Okay, gleich mal vorweg. Ich werde mir meine Haare nicht grün färben, weil das ist bei blond. Und ja, ich bin naturblond. Ist gerade grün nicht so einfach, weil es geht einfach nicht mehr raus. Dann habe ich ein rotes Shirt. Dann verwandle ich mich jetzt mal in Eddies Freundin. So, und jetzt sehe ich aus wie mein Kumpel Eddie. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Look an mir findet, ob ich so öfter rumlaufen sollte oder ja, was ihr dazu sagt. Sicherlich, dass ich jetzt die Haare nicht genauso habe, das seht ihr nicht so eng, oder? Ich glaube, ich habe das trotzdem bestanden. Gut, dann sind wir ja fast fertig, aber es kommt natürlich noch was ganz Wichtiges, das Gewinnspiel. Puh, Eddie, Mensch, fall doch gleich vom Stuhl. Wir verlosen 3 Exemplare von Quietsche-Entchen häkeln, also diesem Buch. Und alles, was ihr dafür tun müsst, findet ihr in der Infobox, denn hier findet ihr den Link zum Gewinnspiel. Und ich drücke euch ganz doll die Daumen. Das Gewinnspiel läuft wie immer eine Woche und dann dürft ihr euch freuen. Am 15. November gibt es schon die nächste Hashtag DIY-Eule-Top-Challenge, also das nächste Video in diesem Format. Und lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Auch dieses Video ist natürlich wieder in freundlicher Kooperation mit dem Frech Verlag passiert. Schaut da unbedingt auch mal auf den Kanal vorbei oder abonniert meinen Kanal unbedingt, falls ihr das noch nicht habt und schaut auch mal vom letzten Video vorbei. Und auch bei der letzten Craft Challenge. Dann bleibt mir nichts übrig, als euch einen tollen November zu wünschen. Und dann bis ganz bald. Ahoi und tschüss.